Wir sind hier in Schönberg am Kamp. Das ist im südlichen Waldviertel. Und wir sind hier, weil ich euch mein Museum zeigen möchte. Also Museum ist halt, also jetzt im klassischen Sinne ist es einfach für mich ein Ort, wo einfach eine Sammlung aufbewahrt wird. Ja. Und deswegen fand ich das dann auch recht passend, meinen Raum hier Museum zu nennen, weil ich ja hier irgendwie meine Skulpturen ja auch sammle. Hier sind so die Miniaturen und oben dann wandert man dann eigentlich durch diese Miniaturen, weil oben sind die Sachen dann einfach groß. Das mache ich eigentlich ganz gern, dass das da ist. Es ist noch so, man ist irgendwie so der Betrachter irgendwie und schaut sich das Kleine an und oben steht man dann eigentlich mittendrin. Mich interessieren sehr stark Gefühlswelten, also emotionale Zustände. Und auch so, ich würde es immer so nennen, so urmenschliche Themen. Also das sind dann halt oft auch so, also da geht es auch oft um Beziehungen, also zwischenmenschliche Beziehungen oder auch so ein bisschen existenzielle Sachen, auch Leben, Tod. Und ja, aber eben Gefühlswelten finde ich immer ganz interessant, die, also denen irgendwie eine Form zu geben, ja. Die Sprache ist für mich auch ganz wichtig, dass dann zum Beispiel so ein Wort aufpoppt und dieses Wort bekommt dann plötzlich dann ein Bild und dann ist es dann schon ziemlich schnell eine Skulptur. Also halt so vom Prozess her. Also es gibt irgendwie so unterschiedliche Herangehensweisen. Manchmal ist es aber auch so, dass ich einfach Objekte finde, die dann oft bei mir ganz lang irgendwo mal dumm liegen und irgendwann mal so, bumm, habe ich eine Idee dazu. Und dann baue ich sie halt ein, einfach in eine Skulptur. Das ist so die Serie heißt Fixing Nature und da habe ich einfach Objekten, die ich gefunden habe, also halt eben aus der Natur die Objekte, die habe ich quasi repariert, habe ihnen entweder eben da so eine zweite Hälfte dran gebaut bei der Nussschale, also dazu gemacht oder halt die Schlangenhaut zusammengenäht oder der Grille eben ein Holzbein gegeben. Ich habe da nicht so eine Richtung irgendwie. Also ich habe so das Gefühl, das ist eher breit gefächert. Und wenn ich eine Idee habe eben für eine Skulptur, dann kommt das auch, und ich zeichne die als Erster und dann manchmal baue ich ein Modell, dann kommt das relativ schnell, dass ich weiß, ah, okay, das ist Textiles zum Beispiel, das mache ich jetzt, werde ich mit Gips gießen oder da muss ich mit Ton was formen. Oder da habe ich eben jetzt dann organische Materialien, da brauche ich jetzt Federn dazu. Oder da nehme ich jetzt irgendwie den Totenkopfschädel oder wie auch immer. Oder halt, oder irgendwie brauche ich irgendwie eine Tür oder ich brauche so Versatzstücke. Also das passiert, glaube ich, eher so auch oft so im Prozess des Machens halt von dem, dass diese Dinge dann zusammenkommen, ja. Es gibt einfach immer wieder so Zeiten, da gehen manche Dinge dann einfach wieder und das ist auch okay, dass sie so gehen, weil diese Zeit ist auch einfach vorbei und es kommt ja Neues nach. Also deswegen nenne ich es auch so ein bisschen Museum in Progress, irgendwie, weil sich es einfach verwandelt. Ja. Und es ist nicht nur so, dass jetzt immer nur was reinkommt, sondern es müssen halt auch wieder Dinge gehen. Also ich finde schon, dass die Skulpturen als Einzelne auch funktionieren würden, aber ich finde, die gehören alle einfach zusammen.